Missing Robert. Von Hendrik Evert und Beate Stender. Ich starre fassungslos auf Markus Oberkörper. Folge 3. Was zum... Warum? Das Pentagramm zieht sich einmal quer über seine Brust. Für einen Augenblick bin ich sprachlos. Ich gehe einen Schritt zurück. Letztes Jahr. Es gab einen Unfall oben am Kamm. Wir waren zu dritt da oben unterwegs. Auf einmal ist dieser Baum direkt auf uns draufgefallen. Sowas habe ich noch nie vorher gesehen. Ich meine, wir wissen, wie man Bäume fällt. Also wo man anfängt zu sägen, wie der Baum zu fallen hat, das muss uns keiner erklären. Meine beiden Kollegen, die hatten keine Chance. Ich blicke zu Bonnie, die die Ohren hochgestellt hat. Ich wollte dann Verstärkung rufen und auf einmal, bam, hat mich was am Kopf getroffen. Und dann? Keine Ahnung. Als ich die Augen wieder aufgemacht habe, lag ich im Krankenhaus und hatte dieses Ding hier. Er schlägt sich mit der flachen Hand auf seine Brust. Man hat doch nicht einfach so plötzlich ein Pentagramm auf der Brust. Du kannst dich an nichts erinnern, keine Schmerzen oder so. Nein, nichts. Hat mir im Krankenhaus natürlich keiner geglaubt. Alle dachten, das war ich selbst. Ich bin doch nicht bescheuert. Markus' Blick ist düster. So ein Bullshit, ich muss hier weg. Jana, warte. Ich laufe schneller. Bonnie sprintet hechelnd neben mir her. In was bin ich hier eigentlich reingerutscht? Das ist doch total irre. Hey, Jana, das ist nicht fair. Marco stellt sich mir wütend in den Weg. Ich zeig nicht jedem dieses Ding. Das glaube ich sofort, würde ich auch nicht machen. In Marcos Augen liegt jetzt Feindseligkeit. Ey, ich habe mir schon gedacht, dass du mir nicht glaubst. Deshalb... Er blickt sich verzweifelt um. Ja? Deshalb... Ich wollte dir eigentlich nur den Steinbruch zeigen, weil ich mit Robert erst vor ein paar Tagen hier oben war. Ich wollte dir gar nichts von den Geschichten hier erzählen. In seiner Hand hält er das zusammengeknüllte T-Shirt. Slayer, so ein Bullshit. Ich meine, hey, woher weiß ich, was du hier eigentlich machst? Wer bist du überhaupt? Ey, Marco, nichts für ungut. Aber ich denke, es ist besser, wenn ich ab hier alleine weitermache. Dieser Teufelskram ist nichts für mich. Wenn ihr das hier in der Gegend glauben wollt, okay. Aber Bonnie und ich, wir machen lieber unser eigenes Ding. Bonnie, komm. Marco sieht mich an. Ich bringe euch zurück zur Hütte. Wir laufen schweigend durch den Wald. Bonnie trabt leise, raschelnd neben uns her. Das T-Shirt habe ich in den Rucksack gepackt. Ein Pentagramm auf Roberts Shirt. Irgendwas passt da nicht. Dann bricht Marco plötzlich das Schweigen. Der Mann, der damals seine Familie getötet hat... Lass es. Ich will den Scheiß nicht hören. An der Wand in der Hütte war auch so ein Scheißding gekritzelt. Riesengroß. Also eins, wo die fünfte Zacke nach unten zeigt. Wie beim... Er macht eine kurze Pause. Beim Teufel. Immer wenn wir wieder einen hier finden, taucht das Pentagramm auf. Die haben das alle auf der Brust. Das ist irgend so ein Opferzeichen. Ja, Marco, aber die sind tot. Und du? Ja. Wer soll denn diese Leute opfern? Und für wen? Ja, man sagt, es ist der Geist dieses Mannes. Marco klingt beunruhigt. Er kriegt seine Anweisungen direkt vom Teufel oder so. Aber ich glaube ja mittlerweile, das ist der Teufel selbst, der hier in den Wäldern unterwegs ist. Ich sehe mir Marco von der Seite an. Er steckt voll drin in dieser Sage. Kannst du es dir nicht einfach entfernen lassen? Ach, du denkst, man kann das einfach so abschleifen, ja? Nee, nicht dieses Ding hier. Angewidert schlägt er sich wieder auf die Brust. Ich hab's ja schon ein paar Mal versucht. Das kommt immer wieder durch. Wie ein Geschwür. Man kann nichts machen. Plötzlich zieht ein kalter Wind auf. Auch Marco wirkt überrascht. Bonnie? Bonnie? Als ich wieder zu Marco blicke, wirken seine Gesichtszüge wie eingefroren. Seine Mundwinkel zeigen nach oben, aber es ist kein Lächeln. Alles klar? Er scheint mich nicht zu hören. Vorsicht! Ein großer Ast schlägt neben ihm auf dem Boden auf. In letzter Sekunde kann ich Marco zur Seite reißen. Marco blickt mich entsetzt an. Sein Gesicht ist aschfahl. Alles klar? Ängstlich dreht er sich in alle Richtungen um. Wir sollten uns lieber beeilen. Wo ist dein Hund? Bonnie! Bonnie! Da!
Sie scheint ziemlich weit vorgelaufen zu sein. Ich sprinte los, schlage mich rechts in das dichte Gebüsch. Das Heulen wird lauter. Hat sie sich verletzt? Oder kämpft sie? Ich laufe schneller. Jetzt renne ich. Äste schlagen mir ins Gesicht. Marco ist mir gefolgt und läuft nun dicht hinter mir. Plötzlich verebbt das Jaulen. Nein, nein. Nein. Bonnies helle Pfoten ragen hinter einem Busch hervor. Sie liegt auf der Seite, am Hals blutet sie stark. Sind das Bisswunden? Ich lasse mich neben sie auf die Knie fallen. Bonnie winselt schwach, ihr Bauch hebt und senkt sich unregelmäßig. Ich will sie festhalten, aber als ich in ihr Fell greife, ist meine Hand sofort blutverschmiert. Nein, Bonnie, bleib! Ich reiße mir meinen Schal vom Hals und drücke ihn mit aller Kraft auf die offenen Wunden. Jana! Wir müssen ihr helfen, Marco. Jana! Marco, was? Wir müssen hier weg. Marcos Lippen beben. Wir fahren beide herum. Was ist das? Jana! Nein, ich lasse meinen Hund hier nicht liegen. Wir holen Bonnie später nach. Marcos Stimme zittert. Er zieht mich am Arm hoch. Jana! Nein! Lauf! Marco! Ich reiße mich los und wuchte mir Bonnie auf die Arme. Ich hatte vergessen, wie schwer sie ist. Dann laufe ich mit ihr los. Einfach quer durch die Büsche. Marco läuft vor. Hinter mir knackt es. Scheiße, was ist da hinter uns? Marco dreht sich zu mir um. Lauf! Mein Körper wird von Adrenalin geflutet. Nur so kann ich den schweren Hundekörper überhaupt tragen. 1000 Zweige schlagen uns gegen Gesicht und Körper. Sind das Schritte hinter uns? Menschenschritte? Mein Herz rast. Ich weiß nicht, wie lange wir schon rennen. Meine große Hündin habe ich eng an mich gepresst. Mein ganzer Körper schmerzt. Ich fühle meine Arme nicht mehr. Meine Beine laufen wie von selbst. Immer Marco hinterher. Er ist flink. Ich kann sie nicht länger halten. Marco dreht sich zu mir um. Hier rein. Wir drücken uns in eine ausladende Tanne und ich lasse Bonnie auf den Boden gleiten. Meine Hände sind taub. Marco zieht mich hinter den Stamm. Dann sind wir still. Ganz still. Ich höre, wie sich etwas nähert. Ein paar Meter neben der Tanne bleibt es stehen. Eine halbe Ewigkeit geschieht nichts. Ich kneife meine Augen fest zusammen und drücke mich gegen den Stamm. Hört sich an, als würde jemand hin und her gehen. Dann wieder Stille. Es sucht uns. Ich wage nicht, den Kopf zu heben. Ich balle meine Fäuste so fest wie noch nie, steche meine Fingerspitzen tief in die Handflächen. Ganz still sein. Es bewegt sich wieder. Es raschelt. Es geht weg. Jana. Ich zittere. Mühsam hebe ich meinen Kopf. Er ist weg. Los, wir müssen zur Hütte. Bonnie liegt ganz still da. Oh, ihre Gott. Augen starren ins Leere. Nein, 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 nein. Mir laufen Tränen übers Gesicht. Marco kniet sich neben mich und legt seine Hand auf ihr Fell. Bonnie. Ich schluchze. Marco blickt sich unruhig um. Los, wir müssen weiter. Ich kann sie hier nicht liegen lassen, Mann. Los. Ich starre vor mich hin, bin wie in Trance. Kann es sein, dass ich träume? Jana, komm. Marco bitte. Zögert nicht lange, nimmt Bonnie in seine Arme und läuft los. Ich kann nicht mehr. Mein ganzer Körper fühlt sich nicht mehr echt an. Nichts fühlt sich mehr echt an. Als wir die kleine Lichtung erreichen, dämmert es bereits. Die Hütte sieht verlassen aus. Marco legt Bonnie vorsichtig neben den Holzstapel. Dann zieht er ein Stück von der Holzplane zu sich und bedeckt damit den leblosen Körper. Ich stehe einfach nur regungslos da. Jana? Ich starre auf den Plastikberg. Jana? Marco steht schon in der Tür. Unruhig blickt er sich in alle Richtungen um. Komm sofort rein, wenn du was Komisches hörst, ja? Ich weiß nicht, wie lange ich draußen stehe. Der Regen ist mir egal, alles ist mir egal, ich spüre nichts. Soll dieses Ding halt kommen? Meine Beine und meine Arme, alles ist taub. Mein Kopf ist ein einziger dumpfer Kopfschmerz. Ich starre auf die Plane, unter der Bonnie notdürftig begraben liegt. Warum? Ausgerechnet Bonnie, mein unfähiger kleiner Stadthund. Scheiß Raubtiere, scheiß Natur, scheiße Robert. Robert. Mein Kopf schnellt hoch, als hätte jemand daran gezogen.
Ich starre in den dunklen Wald hinein. Oben auf der Kuppe sind schwach im Mondlicht die Umrisse des Unterstands zu erkennen. Ist das? Ich kneife meine Augen zusammen. Dort oben bewegt sich etwas. Da ist jemand. Robert? Ich kneife meine Augen nochmal zusammen. Öffne sie wieder. Niemand mehr da. Marco kniet vor dem Ofen. Du bist nass. Er mustert mich von oben bis unten. Ich ziehe wortlos meine Schuhe und meine triefende Jacke aus. Marco starrt mich an. Alles klar? Ich antworte ihm nicht. Stattdessen drehe ich ihm den Rücken zu und ziehe Hose und Pullover aus. Er starrt mich noch immer an, das kann ich spüren. Es ist mir egal. Schnell trockne ich mich ab und ziehe neue Sachen aus meinem Rucksack. Den Pullover noch in der Hand drehe ich mich zu ihm um. Ich habe jemanden oben am Unterstand gesehen. Marco blickt ängstlich auf den Boden. Wir sollten da jetzt nicht rausgehen. Dann gehe ich alleine. Ist mir egal. Jana, dein Hund ist draufgegangen und... Ich hole meine anderen Schuhe aus dem Rucksack heraus. Jana, jetzt warte. Es ist viel zu gefährlich. Ach, und für Robert ist es nicht gefährlich, alleine da draußen. Ich werfe Marco einen harten Blick zu. Marco fährt sich verzweifelt durch die Haare. Okay, hör mir zu. Damals, oben auf dem Kamm nach dem Unfall. Ich bin damals aufgewacht, nachts, aber nicht im Krankenhaus. Ich lag auf dem Waldboden, es war eiskalt. Weißt du, was das Schlimmste war? Der Gestank. So etwas hab ich noch nie gerochen. Wie 1000 verrottete Leichen. Ich stehe gerade auf, da spüre ich, dass da jemand neben mir steht. Und ich habe nach links geguckt und sehe diese Augen, blutrot. Die haben mich richtig durchbohrt. Ich bin losgerannt, so schnell ich konnte. Und dann hat mich plötzlich was gegriffen und auf den Boden gedrückt. Ich habe keine Luft mehr bekommen. Ich hatte das Gefühl, ich brenne. Ich habe gedacht, das war's. Das ist der Tod. So fühlt sich's an, wenn man stirbt. Und dann war ich weg. Als ich wieder zu mir gekommen bin, da war es hell. Ich bin aufgestanden und ich habe es irgendwie nach Hause geschafft. Und Jana, als wir eben deinen Hund gefunden haben, da habe ich sie wieder gesehen. Ich spüre, wie mein Herz schneller klopft. Diese Augen. Er war da. Er? Ich weiß nicht, ob er Bonnie angegriffen hat, aber wenn er es war, dann war das eine Warnung. Vor was? Eine Warnung, dass er uns im Visier hat. Okay, okay, pass auf. Also wenn da wirklich jemand draußen ist, der Menschen umbringt, dann ist Robert wirklich in Gefahr. Dann müssen wir raus und weitersuchen, und zwar jetzt. Nein, nein, wir bleiben hier, bis es hell ist, Jana. Markus' Stimme zittert. Er hat uns gesehen und ist hinter uns her. Wenn wir jetzt loslaufen, er wird uns finden. Du kennst dich im Wald nicht aus, du findest dann nie mehr alleine raus. Gerade nachts bist du alleine verloren. Du brauchst mich. Er hat Angst. Unruhig blickt sich Marco um. Wir müssen die Tür irgendwie zubekommen. Du hast wirklich keinen Schlüssel. Ich schüttle den Kopf. Marco nimmt den Stuhl, der vor dem Bauernschrank steht, und schiebt ihn unter die Türklinke. Dann stellt er sich ans Fenster. Von außen peitschen die Regentropfen gegen das Glas. Er hat Angst. Zu viel Angst. So kann ich ihn nicht gebrauchen. Ich trete von hinten an ihn heran. Behutsam lege ich meine Hände auf seine Schultern. Langsam komme ich näher, meine Brüste berühren seinen Rücken. Ich spüre seinen Widerstand. Er vibriert, sein Rücken versteift, aber ich lasse ihn nicht nach. Ich schiebe meine Hände unter seine Arme hindurch auf seine Brust und lege sie auf die Narben. Dabei drücke ich meinen Körper noch stärker gegen seinen. Mein Mund ist jetzt dicht hinter seinem Ohr. Wir schaffen das. Ich spüre, dass Marco schlucken muss. Sein Zittern lässt nach. Eine Weile stehen wir so da. Dann lasse ich ihn langsam los. Meine Hand streicht noch einmal über seinen Rücken. Marco bewegt sich nicht. Er atmet schwer. Vielleicht sollten wir mal was essen. Ich habe da noch was im Rucksack.
Wir machen uns schweigend über die Reste her. Auch das Bier steht auf dem Tisch. Marco hat sich sofort eine Flasche gegriffen. Meinen Blicken weicht er konsequent aus. Draußen fegt noch immer ein starker Wind um die Hütte. Bonnie. Ich schlucke. Ich trinke einen großen Schluck Bier. Es gibt keine Zufälle im Leben. Jedes Ereignis hat seine Bedeutung. Glaubst du eigentlich an Schicksal? Ich sehe Marco herausfordernd an. Wie meinst du das? Naja, Schicksal halt. Also, dass die Dinge nicht einfach so geschehen, sondern genauso geschehen müssen, weil sie vorherbestimmt sind. Marco setzt die Flasche an und trinkt einen großen Schluck. Die halbe Flasche ist leer. Ich glaube ja, also dass Robert und ich uns begegnet sind, das war vielleicht so eine Art Vorherbestimmung. Der Satz trifft mich wie ein Faustschlag. Wie meinst du das? Marco weicht immer noch meinen Blick aus. Also irgendwie, als ich Robert das erste Mal getroffen habe, ich hatte das Gefühl, Robert wusste von den Geschichten hier und auch von dem Pentagramm. Und ich glaube, Robert hat es auch gespürt. Was hat er gespürt? Naja, dass wir beide, also er hat ausgesprochen, was ich vorher gedacht habe und umgekehrt. Marco starrt vor sich auf den Tisch. Da war so viel Ähnlichkeit. Ich starre ihn fassungslos an. Bitte? Ähnlichkeit? Robert kann charmant sein zu allen, das stimmt. Da muss man schon aufpassen, dass man ihn da nicht missversteht. Marco wirft mir einen hasserfüllten Blick zu. Ja, kann sein. Deswegen wird er ja auch verfolgt. Verfolgt? Marco öffnet das nächste Bier. Davon hast du anscheinend nichts gewusst. Es gab viele, die auf ihn standen. Die haben auch schon mal genervt, aber dass er verfolgt wurde, naja. Eine Frau, die ständig anruft, auch nachts, und immer sagt, sie seien füreinander bestimmt? Sowas nenne ich schon verfolgt. Robert übrigens auch. Er senkt den Blick. Ich meine ja nur. Wir fahren erschreckt hoch. Marcos Gesicht wird sofort blass. Jana. Die Tür ist verrammelt. Marco krallt sich an der Tischkante fest. Seine Knöchel treten weiß hervor. Das ist er. Hör auf mit der Scheiße. Gibt es hier irgendwo eine undichte Stelle, wo sowas reinkommen könnte? Ich weiß es nicht. Konzentrier dich. Marco, bitte, du kennst diese Hütte. Marco presst die Lippen aufeinander und schüttelt panisch den Kopf. Der Ofen. Wir springen auf. Marco tastet hektisch die Wand ab. Das Ofenrohr. Das Ofenrohr führt einfach raus. Da ist nur so ein Sieb drin. Oh, ich weiß nicht, wie wir das dicht kriegen. Feuer. Marco fällt auf die Knie. Wir brauchen Feuer. Er reißt die Ofentür auf und wirft zitternd einen Berg Papier hinein. Jana, wir brauchen mehr. Irgendwas, was richtig qualmt. Ich drehe mich panisch um. Die Zeitung. Fieberhaft reiße ich die alte Zeitung aus der Schublade. Mehr. Gibt's hier irgendwas aus Plastik? Ich stürze mich auf meinen Rucksack und ziehe eine alte Plastikflasche hervor. Als Marco sie ins Feuer wirft, zieht sofort ein beißender Geruch durch den Raum. Mach die Ofentür zu! Schnell! Marco stackst zum Tisch und leert sein Bier. Ich setze mich zu ihm. Okay. Wir bleiben erstmal hier. Wir sollten unsere Kräfte schonen. Ich schlage vor, du legst dich als Erster hin, ich passe auf und dann wechseln wir in ein paar Stunden. Und in der Dämmerung gehen wir dann los, okay? Marco nickt langsam, steht auf und lässt sich auf die Pritsche fallen. Keine 5 Minuten später ist ein leises Schnarchen zu hören. Marco? Ich linse zu ihm rüber. Langsam, ganz langsam ziehe ich sein Handy aus der Tasche. Ich schleiche leise rüber zu Marco. Behutsam greife ich nach seinem Daumen und drücke ihn vorsichtig auf sein Telefon. Das Display zeigt keinen Empfang. Dann tippe ich auf seine Nachrichten. Alle Nachrichten gelöscht. Okay, dann eben seine Fotos. Nein, das kann nicht sein. Langsam drehe ich mich zur Tür. Bonnie! Nein, das ist nicht möglich. Ich stürze zum Fenster. Draußen ist alles schwarz. Marco richtet sich auf der Pritsche auf. Im Laufen greife ich nach meiner Jacke und meiner Taschenlampe. Ich versuche, den Stuhl aus seiner Verankerung zu reißen. Nach einer halben Ewigkeit gibt er endlich nach und springt unter der Klinke hervor. Bonnie!
Draußen schaue ich nach links. Unter meinen Füßen knirschen die Steine. An der Ecke der Hütte bleibe ich stehen. Okay, einmal tief durchatmen. Ich schiebe meinen Kopf um die Ecke. An der Hauswand zieht sich eine Blutspur entlang. Die Plane ist verschoben. Die Holzscheite liegen achtlos verteilt in der Gegend herum. Bonnie ist nicht mehr da. Bonnie! Ich renne los.